So, weiter geht's. Wir wollten ja jetzt wieder zurück zum Medical Fried Chicken. Nein, darfst du nicht. Kannst du nicht, darfst du nicht. Tüdelü. Wir sehen uns. Okay, was muss ich jetzt tun? Crafting. Käse Schrimparito. Ein Moment, eine neue Furz Zeitkraft? Inventar. Los, nur keine Hemmungen. Ich und Hemmungen, niemals. Ah, da haben wir die Zeitfurzpause. Ausgeschaltet. Zum Glück ist dein Arsch auf unserer Seite. Ah, neuer. Wie ich sehe, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen. Auf jeden Fall. Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. Oh, will eure Freundin ein energetisierendes mentales Gefühl oder ein Ganzkörper-High? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Ah, Tauli, hallo. Hey, wollt ihr high werden? Oh, hi Eric. Oh, Tauli, dachte du wärst auf Entziehungskur. War ich und jetzt bin ich wieder in South Park. Clean und nüchtern seit einem Jahr. Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts. Nein. Und du arbeitest in einem Grasladen? Cannabis, Eric, und ja, das ist super. Ich werde jetzt high davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile, ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Ah, ja. Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich lieber auf dem rechten Weg, verstehst du? Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu merken. Aber jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tue Gutes, indem ich den Leuten helfe. Die brauchen pflanzliche Heilmittel. Für den ganzen modernen Stress mit Job, Steuern und Verkehr und mit der Alten, die mir wegen der Scheißwohnung im Nacken sitzt und meckert, Tauli, das Klo ist kaputt und warum kannst du das nicht reparieren? Bin ich vielleicht Klempner? Bitch, ich bin ein Handtuch und kein verdammter Klempner! Okay. Ja, er hat sein Leben voll im Griff. Medizin abholen, sie heißt Classy. Oh, Classy, Classy mit einem Y, aus dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wibbelt das C leckt. Nein, nein, Classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Oh, die Classy, klar, ich habe ihre Bestellung. Nehmen Sie, sie mag Bananakusch für ihre Rückenschmerzen und Platinum OG für... Warte, was zur... Wer hat hier Chillax-Kusch zum OG Mellow Bliss getan? Was zur Hölle, ihr Spasten? Die Leute wollen doch nicht Mellow mit Chill mischen, das fuckt sie voll ab. Gott, fuck. Hey, Tauli, alles cool, reg dich ab. Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und hab keinen Appetit. Diese Scheißstadt ist so abgefuckt, dass wir unsere Ware von scheiß Sechsklässlern kaufen müssen. Die keine Ahnung haben, welchen Scheiß sie da reintun. Und dann kommen auch noch ein paar kleine Schwanzlutscher in meinen Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll. Fickt euch! Reg du dich ab! Du bist ein Handtuch! Oh shit. Jetzt müssen wir gegen Tauli kämpfen. Graspfleger, rein hier! Verpasst diesen Kids mal eine Beratung! Beruhige Tauli, Spezialziele. Vorsicht! Hier ist überall Ware! Ein Baby! Allerfeinster Handtuchspaß! Ich mag den Job, weil ich immer wieder was lerne. Ach. Zündest du meinen Vorrat an?
Riecht aber gut. Gottes Lufterfrischer. Steck noch einen an. Hm. Ah! Darum kriege ich nicht mal 5 Minuten Pause. Um alles muss man sich selber kümmern. Autsch! Ah! Belästigung am Arbeitsplatz. Ansichtssache. Verbreitet eure schlechten Vibes woanders. Sieh doch mal. Zünd es an. Okay, jetzt brenne ich. Das sind meine Lebensersparnisse an Gras. Wunderbar. Auf die Ware abzufackeln. Aber das ist echt gutes Zeug. Wir brauchen noch mehr. Ich hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest für eine gute Partystimmung. Zünd auch den letzten an. Würde ich ja gerne. Ist aber tatsächlich schwieriger als gedacht. Ja, das geht leider nicht. Schade. 40 stehen Flammen. Versau das nicht, Blödsack. Ah, oh, was soll der Scheiß? Von sowas war bei der Mitarbeiterschulung nicht die Rede. Auch wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Mit euch abzuhängen macht Laune. Gefällt euch das, ihr bescheuerten Handtücher? Der Verkäufer ist krass. Jetzt wird's lustig. Okay, ein bisschen Heilung. Mit den armen Kuhn. So. Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Auf sie, Wunderarsch. Hm. Hey, lass es am Handtuch raus. Ach Gott, verdammt nochmal. Er tritt mich wieder zurück. Natürlich. Willst du was Cooles sehen? Dann besorg mir Haarspray und Feuerzeug. Coole Qualmerei. Sorry für den Ausraster. Ich find's einfach kacke, dass du mein Sandwich gegessen hast. Mir tut's auch leid, aber schön, dass wir offen darüber sprechen können. Das hast du verdient, Tod, du Stück Scheiße. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. So. Es brennt alle. Oder nicht? Ja, alle brennen. Wunderarsch, haut alles raus. Ja, Wunderarsch brennt vor allen Dingen. Und jetzt mein bester Angriff. Hey, Leute, wie geht's, Eric? Du bist cool, Mann. Schön, dich zu sehen. Ja, cool, gewonnen. Jo, man merkt schon. Hi, das ist gechillter. Es gibt noch ein paar Hash-Nuggets und Granddaddy Purple Shatter aufs Haus. Komm jederzeit wieder vorbei. Sehr gut, Neuer. Bring das zu Classy. Ah, ist wieder abgesperrt. Schade. So, jetzt können wir auch noch einmal bei Craig vorbei. Jetzt habe ich ja die Fähigkeit, um sein Meerschweinchen zu fangen. Ja. Dann eben zur Schule, was soll's. Bis denn. Da hätten sie ja tatsächlich noch einen Schnellreisepunkt hinsetzen können. Aber die wollen wahrscheinlich, dass man sich ein bisschen mehr bewegt. Hinterher war es ja beim ersten Teil wirklich nur so, dass man sich von A nach B teleportiert hat. Das wollen sie hier wahrscheinlich ein bisschen dadurch umgehen. Noch ein Haus weiter. Da haben wir es.
Dann fangen wir mal das Meerschweinchen. Ah, einen Moment. Ach komm. So, da haben wir es auch schon. Das war ja doch gar nicht so schwierig. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zu Tweak. Das Meerschweinchen geben, damit Craig seinen Laptop wiederbekommt. Oder so, ich glaube, ich gehe vorher zu Classy. Ich meine, das liegt ja voll auf dem Weg. Ich frage mich immer noch, was hat die Polizei mit der ganzen Sache zu tun? Ah, jetzt muss ich doch gerade mal schauen. Ah, fuck. Muss ja nicht zu... Fuck. Ja. Bin ich jetzt gerade voll dran vorbeigelaufen. Ist ja Schwachsinn. Kommt mir vor. So, hier ist es. Siehst du, da ist Wunderarsch. Hast du Classys Medizin? Ich hoffe mal für dich, dass du sie hast. Es wurde auch echt langsam Zeit. Halleluja, genau das brauche ich jetzt. Wenn ich meine Medizin nicht kriege, drehe ich einfach voll am Rad. Ihr kennt das sicher. Ja, sicherlich. Okay, okay, okay. Ist gleich viel besser. Okay, also, ihr müsst zum U-Storage gehen. Habt ihr verstanden? Da sind die ganzen Katzen eingesperrt. Na also, Kuhn hier ist beim Blitzkrieg. Wunderarsch hat die Info von Claffy. Nicht schlecht, Neuer. Was habt ihr erfahren? Das U-Storage im Nordosten der Stadt. Da werden die Katzen hingebracht. Im U-Storage war ja klar. Okay, passt auf Classy auf. Ich melde mich bei euch. Verstanden. Blitzkrieg. Okay. Blitzkrieg Ende. Aha, da hat er's jetzt. Sieh mal an, mein kleiner Held. Oh oh. Du hast uns gestern echt geholfen. Ich soll fragen, ob du bei noch einem Fall helfen kannst. Klar, warum nicht? Ich glaube, du kannst in dieser Stadt echt viel Gutes tun, aber halte dich an die Regeln. Detective Ferris steckt dahinter ein. Oh, hey, hallo du. Oh. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben, okay? Komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke, okay. Okay. Ja, das ist doch gar kein Problem. Aber das mit der Lava ist echt nervig. Wenn du das Tweet gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Ich sag ihm überhaupt nichts. Willkommen, Café Tweak. Da hast du wohl einen Arsch offen. Was kann ich für dich tun? Oh, wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist dein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Oh Mann. Überweisung zur Therapie. Bitteschön, Craig. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals. Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Ach du Scheiße, jetzt soll ich mit den beiden zur Paartherapie? Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? So sinnlos. Was ist das? Paartherapie? Craig, verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Was sagt mein Vater? Macht er sich Sorgen?
Ah, einen Moment. Kann ich... Aha. Okay. Nur von der anderen Seite? So bescheuert. Lass denn gehen. Da muss ich erstmal rüberkommen. Willkommen. Moment mal. Ach, mit Mr. Tweak, okay. Also nochmal wieder rein. Hey. Was kann ich für dich tun? Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Ja, sicher. Was kommt als nächstes? Okay, die Quest ist abgeschlossen. Der U-Store, da komme ich momentan nicht rein. Oder vielleicht doch? Einmal die Karte aufmachen. Okay, das Spiel will nicht, dass ich jetzt momentan erstmal dahin gehe. Und möchte vorher, dass ich mich um andere Dinge kümmere. Jo, Mr. McKay. Oder, wo hatten wir nochmal die andere Cracks aus? Das war das mit den Bildern. Ach ja, genau. Operation Blinde Gerechtigkeit. Gehe ich erstmal zur Schule. Wohin deswegs? Erstmal zur Schule und dann weiter. Fantastisch! Bis dann. Bis dann. Ernsthaft. Dein Arsch kann krasse Sachen. Mit dem Pausefurz kannst du die Zeit anhalten. Viel Spaß. Alles klar. Ach, okay. Moment. Okay. Aha. So geht das also. Jetzt muss ich hier rüber und... Und ausgeschaltet ist es. Oh gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Oh Gott. Ich habe das Feedback vom Direktor bekommen, dass unser Gespräch über das Geschlecht, ich meine über Gender, nicht präzise genug war. Und also er hat mir ein paar Richtlinien gegeben, wie ich dir gründlicher helfen kann, dein Gender zu erkennen, okay? Ist das Geschlecht, mit dem du geboren wurdest, auch das, mit dem du dich jetzt identifizierst? Ja. Oh, okay, super. Also wie du weißt, bedeutet das, du bist cisgender. Okay, super. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Oh, also viele denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein, das stimmt nicht, nein. Okay. Also, wie würdest du das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du, sexuell anziehend findest?
Alle. Apache-Kampfhubschrauber. Wann immer es dir passt. Ich stehe auch total auf M16-Gewehre. Oder aber Bilder von Schluchten. Zimmerpflanzen sind auch sehr geil. Okay, das heißt, du bist hetero oder auch heterosexuell. Okay. Heterosexuell, cisgender, Junge, Zeit. Ja. Schön, dass wir das besprochen haben, Kay. Sei vorsichtig, Kay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, Kay, also komm jederzeit wieder. Oh Gott, ich habe so viel Hausarbeiten. Oh oh. Was kommt jetzt? Hey, da ist ja dieser Junge! Ja, so ein Cisgender. Und auch noch heterosexuell. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Oh nein, lass uns schon wieder. Das Ding ordentlich begrüßen. Voll Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? So eine geile Scheiße will ich öfter sehen. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Platz für den Kuhn. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Ich bin wieder da. Was? Oh nein. Oh, super. Hatschatschatschat. Nein, meine Brille. Okay, man sieht sich. Was zum Fick? Das hätte sich auch sparen können. Sam! Ja. Du musst dir bessere Freunde suchen, mich zum Beispiel. Ich bin dran. Ich hab genug von dem Kack. Lass mir auch was übrig. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten-Arsch. Scheiße, gelaufen, Neuer. Endlich. Ja, ein weiteres Jawohl, Opfer des Kuh. Doch. Ja. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Gründliches Fisting. Diabetes-Time. Spüre die Macht des Diabetes. Ja, das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Also los. Ja, klasse. Also, ich kann jetzt gerade niemanden angreifen. Wunderbar. Oh, jetzt steht's fest. Euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Jetzt wird gekuhnt. Seine Ultimate ist echt geil. Das muss ich mir schließlich mal greifen lassen. Gute Aktion, Kuhn. Was sonst, Diabetes? Ja. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Hau rein, Neuer! Ja, klar. Also, ich kann nichts machen. Keine Kumpf vor Captain Diabetes! Ich spüre Zucker durch meine Adern! Und wieder rettet der Kuhn den Tag! Naja, eigentlich war es Captain Diabetes. Letzten Endes. Ach, was für ein wunderschöner Tag.
So. Auf zur Polizeistation. Wir haben da den nächsten Job zu machen. Dass wir immer noch dabei sind, unseren Charakter in dem Sinne zu gestalten. Was bist du denn? Ein Tambourmajor? Geh schon durch. So ein produktiver Tag. Hey, kleiner Verbrecherschreck, du bist wieder da? Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Wie sich herausgestellt hat, ist der Abschaum von gestern nur eine ganz kleine Nummer. Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein. Auf deinem Handy, das ich in der Hand halte. Danke, dass ich dein Handy dafür haben durfte. Ach du Scheiße. Er versteckt sich in der riesigen Villa, die er mit Blutgeld gekauft hat, dieser Penner. Das ist eine ganz andere Nummer, Verbrecherschreck. Sein Haus ist eine Festung. Jedes Fenster und jede Tür ist mit einem Hightech-Sicherheitssystem verbunden. Du brauchst das. Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken, um dich reinzuschleichen. Polizei-Hacking-Gerät, alles klar. Ja, also im Grunde jagen wir gerade unschuldige Schwarze. Klasse. Ah, so kommen wir hinten also hin. Ach, wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Ja, die Sechsklässler ignoriere ich jetzt gerade mal. So. Dann müssen wir gleich Tokens Vater erledigen. Das wird noch eine lustige Nummer. Anscheinend haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Heute nicht, Sir! Heute nicht! Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus! Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist! Ja, dann. Sicherheitsteam, es ist doch nur einer. Oder ruft er jetzt noch mehrere? Nochmal kriegt ihr mich nicht! Diesmal habe ich Verstärkung! Oh. Hunde. Oh oh. Zugriff! Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Hier kommt der Kuhn! Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Jetzt setzt's was! Hm. Oh, die armen Hunde. Nur ein echter Cop. Nimm das! Au! Das Spray der Gerechtigkeit! Diabetes mischt wieder mit! Gerechtigkeit, ja klar. Hm. Naja, was soll's. Nimm das! Ja! Okay, los geht's! Ja, komm, dann eben hier auf den Wachmann. Megafaustschlag! Du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen! Ein Security-Typen. Keinen Polizisten. Also, was soll's. Du kannst ganz schön einstecken, Diabetes. Schön, dass du es bemerkt hast. Au! Ich sag mal auf für dich, Alter. Hm. Reiß dich zusammen! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Ja. Gute Nacht! So, der erste Hund ist erledigt. Schon.
Ich verprügel dich gemäß Arbeitsanweisung. Oh, pass doch mal auf, Craig. Sicher doch. Ich werde dich besiegen. Wer braucht am meisten eine Trachtprügel? Oh, shit. Ja, egal. Ja, super, Craig, dann. Ach, er hat das Meerschweinchen immer noch. Ich hab gedacht, da würde jetzt was Neues kommen. Ja, wir wissen, dass du total schwul bist. Schnapp den! Oh, fuck. Hey! Ich bin wieder da! Oh nein. Jetzt oh, liegt wo er, ist meine antiseptische Nasencreme? Oh Mann. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Natürlich. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Das habe ich kaum gesehen. Das wird wehtun. Hey, ich muss diese Uniform selbst bezahlen. Selbst schuld. Wärst du mal ein richtiger Polizist. Wir kämpfen also nach Gefängnisregeln. Okay. Ja. Ja. Du siehst ziemlich im Arsch aus. Captain an Deck! Mach Platz für die Erbeten! Du kämpfst ziemlich lasch, aber das reicht ja wohl. Danke, geschätzter Verbündeter. Okay, nicht abheben. Ist das denn Tränengas? Oh, nimm das, du Penner! Verkackt. Ich war Siebtbester im Online-Kurs. Du bist also geliefert. Macht Spaß, die großen Wummen auszupacken. Fuck, ich hasse diesen Job. Macht euch bereit. Was für eine schwarze Judenmagie sind das? Makaroni. Der Halle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Alles klar. Trotzdem wird sich aber erstmal übergeben. Ihr Weg, das ist unbeschadet, größtenteils. Willkommen in Coontown. Ja. Oh, das mit der nicht tödlichen Gewalt gilt auch für dich. Ah, nee, komm. Meine Uniform ist die Ultimate raus. Ich hab noch 14 Grad. Das hat eingeschlagen. Wie eine Bombe. Macht dich auf eine Blamage gefasst. Oh, Super Craig ist gleich Geschichte. Ja. Der hat vielleicht Nerven. Oh. Saft, gib mir Kraft. Oh wow, habt ihr das gesehen, Leute? Du hast getroffen. Hier kommt was. Täter am Boden! Kuhn, Krallen raus! Ja! Das nenne ich Gerechtigkeit. Okay, dafür, dass der Kuhn verwirrt ist, läuft es doch ziemlich gut. Sehr gut, Wunderarsch! Hättest dich besser nicht mit mir angelegt! Bitte entschuldigt Captain Diabetes, während er mit seinem Wirkreiz kämpft. Die Pflicht ruft! Du bist echt gut in dem Spiel. So. Security wurde besiegt. Schild des Exils? Warum nicht?
So, wie komme ich da jetzt hin? Will das haben? Oh, das ist hier aber ziemlich groß. Wow. Ah, nur ein bisschen Medizin. Okay, da hätten wir noch was. Ach, hier geht's in die andere Richtung auch so weit? Nee, doch nicht. Nicht ganz so weit. Schweißgetränkte Socke. Okay, schnell, geh ans Telefon, hacke das System und deaktiviere. Hallo, hier Jeff von Wolf Sicherheitstechnik, alles in Ordnung? Hallo, ja, tut mir leid, ich wohne hier und kann mich nicht an den Code für den Alarm erinnern. Schon okay, ja? Haben Sie das Passwort für die Sicherheitsabfrage? Hören Sie mich? Einen Moment bitte. Alles in Ordnung? Subnet einen Moment gegangen. Bitte. Okay, wieso? Kann ich's? Hören kann Sie mich! Geschafft! Ja klar, das habe ich hier irgendwo. Moment, verdammt, ich muss nur. Oh scheiße, falsche Schublade. Können Sie bitte kurz dranbleiben? Kein Problem, Sir. Alles in Ordnung? Hören Sie mich? Haben Sie das Passwort vielleicht aufgeschrieben auf einem Notizblock oder so? Ja, irgendwo muss es ja sein. Moment, ich schau mal in dieser Schublade nach. Ich muss erstmal meine Brille suchen. Oh Mann. Einen Moment bitte. Easy peasy, Elite-Hacker. Versuchen Sie es vielleicht mal mit meinem zweiten Vornamen. Okay, Sir, wir sehen uns jetzt einfach Ihr Konto an und erstellen ein neues Passwort für Sie. Bleiben Sie einfach in der Leitung. Easy peasy. Lass dich von seiner gutbürgerlichen Fassade nicht täuschen. Das ist ein alter Trick. Natürlich. Hui. Sieht aber gar nicht mal schlecht aus. Freedom Pulse Base. Oh, gesperrt. Ah. Da komme ich aber auch noch nicht dran. Nicht schlecht. Ach, das ist Tokens Zimmer. Da haben wir den Bass. Token, Spinnkombination, wichtiger Gegenstand. Oh. Und Charakterbogen für Tupperdose. Da haben wir das Foto von Nicole und Token. Da haben wir Gamesphere. Token und Nicole. Ist der Löwe hier unten eine Anspielung auf die Fantasiewelt-Folge? Naja. Oh, da haben wir Black Panther, Baseballschläger, Chia. War nicht schlecht. Vorsicht bei dem, der ist ganz schön jähzornig. Wähl den richtigen Augenblick.
Hey, wer bist du? Du kannst hier nicht einfach einbrechen. Jetzt, los, los, los! Der richtige Augenblick. Kingpin. Cool. Hab ein Sicherheitssystem, weißt du? Ja, das habe ich aber umgangen. Ich verklag dich, du Arsch! Verschwinde, bitte! Die Tennisstunden zahlen sich aus. Ja! Würgegriff! Das war jetzt ein Tacken zu einfach. Fitness-Tracker. Super Arbeit, Held. Du weißt echt, wie der Hase läuft. Du verstehst genau, was wir tun und unterstützt uns dabei. Komm zu mir aufs Revier. Ich hab da was für dich. Okay, ich möchte mich trotzdem noch ein bisschen im Haus umsehen. Ich meine, den einen Raum hier gerade konnten wir überhaupt nicht mehr durchsuchen und ich war auch nicht in der Küche. Also. Zack. Ach, und da hätten wir noch ein paar Member Berries. Erinnerst du Trapper Keeper? Klar, ich erinnere. Oh ja, fand ich toll. Ich erinnere. Okay, bevor ich jetzt in den Garten gehe, suche ich oben doch jetzt tatsächlich mal den letzten Raum. Haben die hier keine Toilette? Aha. Sonst noch irgendetwas hier drin? Sieht mir nicht danach aus. Nee. Ist hier vielleicht noch eine Tür? Nein. Dann gehen wir doch mal in den Garten. Quesadilla Special Reset. Sehr schön. Können wir die nämlich auch mal herstellen. Gibt uns dann ein bisschen mehr an Lebensenergie zurück. Ah, aber sonst scheint hier nicht besonders viel zu sein. Schade. Aber man sieht einfach, die sind wesentlich wohlhabender als alle anderen in South Park. Es wurde auch mehrmals thematisiert. In der ganzen Serie. Aber Moment, wenn ich durch... Kann ich jetzt hier auch einfach durch? Ja, kann ich. Cool. Aber dann lande ich wieder... Na, schade. Alles klar, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Ja. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Zum Polizeirevier, würde ich einfach mal sagen.